Hallo und willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Und wollen wir mal schauen, was der Riddler Neues für uns parat hat. Du bist zurück. Ich sagte doch, ich hol dich da raus. Ich weiß, es ist nur... Egal, lass uns zum nächsten Raum gehen, bevor mein Kopf explodiert, okay? Ja, Selina, das machen wir. Na komm, springen wir halt durch Eddies nächsten Reifen. Weißt du, ich freue mich schon fast darauf, was er als nächstes geplant hat. Ist sicher interessanter, als auf dich zu warten. Vielleicht warten im nächsten Raum Roboter, dann könnte man dutzende kleine Eddies verprügeln. Ja, das wäre nett. Na komm, springen wir halt durch Eddies nächsten Reifen. Ja, machen wir. Gut. Also rein da. Okay. Tja, hallo mal wieder an mein liebstes Komödiantenduo. Es war eine solche Freude, Rätselkammern für nicht einen, sondern zwei Halbidioten zu kreieren. Oh, das ergibt quasi einen ganzen Idioten. Dunkler Ritter, wenn du deine Katzenfreundin verloren und genug um ihren kopflosen Leichnam getrauert hast, können wir das vielleicht wiederholen. Mit Robin. Oder vielleicht deinem verlorenen Sohn in Bloodhaven. Du meinst Nightwing? Okay, was passiert, wenn ich hier drauf klicke? Kommst du da hoch? Die Decke? Einfach. So, und jetzt rüberkraxeln. Fallen lassen. Interessant. Aber was ist das? Ah, eine dämliche Fackel. Passiert nix. Gut. Also rauf. Ein Rätsel. Kann ein Irrgarten auch ohne Garten noch jemanden irre machen? Also. Ups. Okay. Weißt du, ich musste ein ähnliches Sicherheitssystem lahmlegen, als ich bei Queen Industry... Oh, vergiss es. Okay. Fast geschafft. Aber jetzt noch eine Wendung. Okay. Gut. Und die Katze muss... Ups. Bin mir noch zu gewohnt. Fast da, Selina. Ja, fast da. Okay. Ich bin hier fertig. Okay, und Selina muss... Gut. Das weh, Catwoman? Gut. So fühlt sich nämlich Dummheit an. Ach, Eddie. Du wirst dir so dumm vorkommen, wenn ich dich geschnappt habe. Yep. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist deine Belohnung. Roboter.
nur zu. Ja, und hier, bam. Jetzt die blauen. Und jetzt den letzten. Kannst ruhig mitmachen. Ja. Schön, der Schlüssel. Nimm ihn dir. Ich denke, du hast ihn dir verdient. Du bist ein schlechter Verlierer, Edward Nick. Ja, Edward Nigma. Ah ja, da ist der Schlüssel. Ha. Nur noch ein dämliches Rätsel. In allem Ernst, Eddie. Wie lange wird das hier noch dauern? Wie es aussieht, noch ein paar Mal. Was sagt Batman dazu? Was sagt Catwoman dazu? Nichts. Whee! Und durch die Tür. Oh, wie clever ihr beide euch jetzt fühlen müsst. Wie selbstgefällig. Ich störe ja nur ungern bei diesem armseligen Siegestaumel, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ihr euch so bald nicht wiederseht. Catwoman, Batman wird dich hängen lassen, weil ihn unter dem Ronneler Fährhafen mein größter Test erwartet. Okay. Batman, sind wir... Lass dich von Riddlers Sprüchen nicht einschüchtern. Eddie ist ein Idiot. Aber ein Idiot, der in der ganzen Stadt unterirdische Todesfallen gebaut hat. Und? Und ich wollte nur sagen, pass auf dich auf. Du hast uns die Suppe eingebrockt und ich schätze es, dass du sie auch auslöffelst. Aber sei vorsichtig. Nett. Sei vorsichtig bei der letzten Prüfung, okay? Ein Test noch. Keine Eile. Eddie klang ziemlich sauer. Die letzte Prüfung könnte sehr gut eine Falle sein. Es ist der Riddler. Es gibt immer eine Lösung für seine Rätsel. Das war's fast. Ich spüre die Nachtluft schon. Schnell zum letzten Kurs. Ein Test noch. Keine Eile. Gut. Sei vorsichtig bei der letzten Prüfung, okay? Eddie klang ziemlich sauer. Ach die so. Letzte Prüfung könnte sehr gut eine Falle sein. Ich dachte, es gäbe einen Unterschied. Gut, in dem Fall haben wir doch Punkte gekriegt. Wie viele haben wir? 2. In was soll ich sie investieren? So viele Auswahl. Okay, das könnte etwas... Ah, verdammt, dafür brauche ich 4. Ernährungsbindung zu automatisch und friert dabei ein. Das wäre auch ein bisschen toll. Die Sandhacking-Geräte erhöht die Wirkungsdauer des Störeffektes Distanz-Hacking-Geräts. Du wirst dadurch doppelt so lange nicht von Drohnen entdeckt. Und sabotiere die Waffensysteme einer Drohne, um die Selbstzerstörung auszulösen, sobald die Drohne versucht, diese einzusetzen. Moment. Was? Ich kann die Drohnen alle... Ist ja geil. Gut, dann... Boah. Sabotiere die Drohne und erzeugt eine Kopplung, die den Bedienern kampfunfähig macht, wenn die Drohne sich dich angreifen will. Bohrdrohne wird dabei. Gut. Das muss sein. Okay, und raus mit uns.
Haus in die weite, weite Welt. Das ist deine Chance bei Catwoman, Betsy. Sie ist verletzlich, sitzt in einem verlassenen Waisenhaus fest. Für mich klingt das nach Romantik. Da wir gerade dabei sind, ich war im Jenseits, um nach Talia zu sehen. Und naja, wir haben darüber gesprochen, wie du uns im Grunde beide ermordet hast. Sie fing an zu weinen, also habe ich sie getröstet. Und bevor ich mich versah, führte eins zum anderen. Na, du weißt schon. Tully und ich wollen doch nur, dass du glücklich bist. Du solltest dem kleinen Kätzchen sagen, was du fühlst, solange du noch kannst, Betsy. Denn wenn ich deinen Körper übernehme und dich in einer winzigen Ecke deines Verstandes einsperre, töte ich sie zuerst. Du Wichser. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Gut, auf zur nächsten Riddler-Aufgabe. An dieser Stadt ist ein Ja. Wir brauchen den Joker zurück. Der würde hier für Ordnung sorgen. Der würde für Chaos sorgen, du Vollidiot. Darüber muss ich gehen. Gut, gut, gut. Batman ist einfach so durch eine Wand gefahren, als wäre sie gar nicht da. Sie war auch nicht da. Was kann ich dafür, dass sie nicht da war? Oh, was ist das? Und der letzte Schlag. Gut. Okay, das war einfach. Meins. Und weiter geht's. Whee! Die Jungs vom Pinguin hatten die Fledermaus im Visier, bis einer seiner Helfer aufgetaucht ist. Okay, mal schauen, was hier auf uns wartet. Die Fledermaus! Na Jungs, was ist los? Will sonst noch jemand spielen? Hä? Geht es noch jemand da spielen? Gut, in dem Fall rein mit uns. Das war's, dunkler Ritter. Wir sind am Ende. Nun, du bist es zumindest. Ich muss gestehen, ich fühle mich angesichts meines Sieges großzügig. Also gebe ich dir die Wahl. Statt mit deiner Demütigung und deinem Tod weiterzumachen, werde ich dich einfach davonfahren lassen. Im Gegenzug zur Unterzeichnung einer Aussage, die meine überlegene Intelligenz bezeugt und dass ich dich matt gesetzt habe. Oh, die Katze bleibt meine Geisel, ein Symbol deines Versagens. Glaubst du wirklich das? Nehme ich an? Idiot. Willst es wirklich versuchen? Also schön. Aber das ist meine beste Arbeit, Detektiv. Ein Meisterstück. Mein ewig Meisterwerk. Nun, das wird wohl die letzte Fahrt dieses unschönen, lebensgroßen Kinderspielzeugs. Das war's, dunkler Ritter. Dein Waterloo.
deine Schweineburg. Deine absolute Niederlage. Ah. Okay. Und ich wusste nicht mehr, welche Taste was macht. Genau so, Detektiv. Fahr schneller, fahr direkt in den Untergang. Whee! Wow. Ende ist nirgends und ich sehe, werden noch mehr von diesen Fallen kommen. Unmöglich! Das kann nicht sein! Nein. Du hättest abhören sollen. Ich hatte die Neigung berechnet. Meine Berechnung war korrekt. Deine Berechnungen waren fehlerhaft. Komm schon, Detektiv. Die Zeit wartet auf niemanden. Und ich warte nicht auf Batman. Scheiterst, habe nie daran gezweifelt. Okay. So aufgeblasen, dass du noch eine Runde versuchen willst, Dr. Ritter? Dann begib dich zurück zum Start des Parcours. Bin schon unterwegs. Detektiv, du hast bereits versagt. Es ist einfach zu schwer für dich. Es ist zu genial. Die Wand, der Looping, die Fallen. Als du in der letzten Runde versagt hast, konnte ich die Schlagzeilen sehen. Riddler siegreich. Batman gedemütigt. Gotham in Ehrfurcht. In Ehrfurcht vor wem? Hä? Vor einem Vollidioten? Detektiv, du hast bereits versagt. Es ist einfach zu schwer für dich. Es ist zu genial. Die Wand, der Looping, die Fallen. Willst du noch mehr sagen? Mhm. Sonst noch Wünsche, hä? Siehst du? Na, wie wohl? Mit Köpfen, wow! Es war Glück! Der treue Retter der Vollidioten! Ich kann wohl kaum Glück in die Kalkulation mit einbeziehen! Ich bin ja kein Gaukler! Ah! Fuck! Lebe froh! Ach ja. Lebe du wohl, Riddler. Nein. Das ist verkehrt. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Ich bin der Riddler und du wirst nicht siegen. Tja, mein Freund. Wie nennst du das? Hä? Wie nennst du das? Wenn du dich nicht einmal selbst töten kannst, werde ich es für dich tun. Ich übernehme hier jetzt die Kontrolle. Vorsicht, dunkler Ritter. Das Auto ist was wert. Auch wenn du es nicht bist. Lebe wohl. Ah, verdammter Wichser. Verschwende nicht meine Zeit. Sie ist deutlich kostbarer als deine.
Ich wusste, dass ich Zweifel hatte. Wie peinlich. Ich. Okay, dieser Parkour hier ist ein bisschen schwerer, als ich dachte. Okay. Geht doch einfach. Gut. Kein Problem, das schaffen wir. Kaum zu glauben, dass ich wirklich dachte, du könntest Erfolg haben. Ich vergaß kurz, mit wem ich es zu tun habe. Mhm. Sehe und staune, Riddler. Du solltest wissen, Detektiv, dass ich all deine Versuche aufzeichne für die Nachwelt und für meine Präsenz in den sozialen Medien. Aha. Dann nimm auch das auf. Schneller, Batman, wie Hermes. Oder wenn du willst, der römische Abklatsch, Merkur. Sorge, Detektiv, du hast bis zum Sonnenaufgang. Auch wenn das keinen Unterschied macht. Ach ja? Ja, was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Heilung, Detektiv. Du hast marginal bessere Chancen auf Erfolg, wenn du einfach mal anfängst. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ah. Geschafft. Der Schlüssel. Jetzt hol den Schlüssel. Das sind die Regeln. Ich muss meinen Regeln ja folgen. Ich stelle sie ja auch auf. Oh. Okay, fast geschafft. Oh. Fuck. Fuck, ich würde sagen, der da. Und los geht's. Die Chancen stehen 50-50. Oh, tut mir leid, das war die falsche Antwort. Vergiss bitte nicht deinen Kopf, wenn du gehst. Verdammter Wichser. Ah. Seht ihr, das ist okay, schwer. Fast geschafft. Gut, 50-50, also muss es der da sein. Ja. Und los geht's. F? Okay, es reicht. Glückwunsch, Catwoman. Du kannst jetzt gehen. Also, zu meiner letzten Prüfung. Und wohin? Hey, dass du unter die Schummler gegangen bist. Ich bin enttäuscht. Ich täusche, ich verwirre, aber ich schummle nicht. Wie du und Batman herausfinden werdet, wenn ihr euch meinem letzten Rätselraum stellt. Okay, gut. Das probieren wir gleich. Catwoman, diese Nacht dreht sich nicht um dich. Warte auf Batman. Ja. Gut. Das Ende ist hier und gleich. Und... Riddler, hä? Dachtest du, ach, schaff das nicht? Ha? Du möchtest gern Pfeife? Hast du ein fotografisches Gedächtnis, Batman? Ich nämlich schon. Ich kann dein stoisches Grinsen stets heraufbeschwören, wenn es nicht sowieso unaufgefordert in mein Hirn platzt. Ich habe auch das perfekte Gedächtnis. Ich erinnere mich an jede Verletzung durch dich. Manchmal wache ich auf, dunkler Ritter, und fühle deine Hände um meinen Hals, deine mit Carbonfasern ummantelten Fäuste, die in meinen Solarplexus schlagen. Wie kannst du mich so brutal behandeln? Mich, der dir intellektuell so überlegen ist, so viel besser. Mich, Edward Nigma, dem Riddler und besten Alleskönner der Welt. Du bist ein Rohling-Detektiv, ein abscheuliches Symbol dafür, dass Macht über allem steht. Komm zurück zum Waisenhaus, dort werde ich dich und all deine Ungerechtigkeit beseitigen.
Der ist schon nervtötend. Geht's auch ein bisschen schneller? Hallo? Ah, endlich. Her, du kleiner Pisser. Wow. Knapp daneben ist auch vorbei. Also komm her. Moment mal. Sag ich da, Herrscher der Straße? Glaubt ihr wirklich? Ich muss die Steuerung des Kommandanten finden und den Kontrollpunkt ausschalten. Ah, bei diesen Typen da. Sehr gut. Tja. Wir machen Batman platt, ganz sicher. Wir haben genug Leute. Wir müssen einfach weiter zuschlagen. Und jetzt? Er ist Ace, dann die Luftschiffe. Batman lässt nicht locker. Ah. Ach so. Ah! So. Okay. Und von neuem. Gut. Einmal zu wenig. Okay, und nochmal. Den Scheiß. Also.
Okay. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Also, was war diesmal verkehrt? Was hat diesmal nicht gestummt? Also, diesmal kriege ich das. Verdammt. Du wurdest besiegt. Zu lahm, dunkler Ritter. Zu lahm. Ich bin nicht zu lahm, ich habe nur zu wenig Raketen. Wo muss ich hin? Was ist das gewählt? Ah ja, dahin wollte ich. Das ist meine Chance, Selina aus dem Waisenhaus zu befreien. Dieses kranke Spiel dauert schon viel zu lange. In der Tat, Sir, viel Glück. Ach ja. Also komm schon, Riddler. Ich werde dich fertig machen. Aber das werde ich erst in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.